Liebe ist stärker als der Tod. Und angesichts eines unerträglichen Verlusts ist es die Kunst, die Trost spenden kann. Die Sage von Orpheus, der in die Unterwelt hinabsteigt, um seine geliebte Eurydike ins Leben zurückzuholen, ist wohl der grundlegendste aller Opernstoffe. Mit Orphée et Eurydice von Christoph Willibald Gluck greift John Neumeier den Mythos auf und erzählt ihn als gegenwärtige Geschichte von Liebe, Verlust und der Schönheit der Kunst. Ausgangspunkt für John Neumeyers Faszination mit dem Sagenstoff ist der spannungsreiche Kontrast zwischen der mythischen Geschichte und der realistischen Gefühlsentwicklung des Protagonisten. Orphée steht ganz im Zentrum der Oper. Anders als im Mythos ist der begnadete Künstler kein Sänger, sondern Choreograf. Und anders als in der Sage tötet Orphée Eurydice nicht unabsichtlich mit einem Blick zum zweiten Mal. Der verbotene Blick zurück ist vielmehr Orphées schicksalhafter letzter Liebesbeweis. Mit Orphée et Eurydice übernahm John Neumeier erstmals in den USA eine Opernregie in Kombination mit Choreografie und gestaltete Bühnenbild, Kostüme und Lichtdesign. Entstanden ist die Oper als transatlantische Zusammenarbeit. Nach Aufführungen in Chicago und Los Angeles kommt die spartenübergreifende Koproduktion nun auf die Bühne der Hamburgischen Staatsoper. Ganz im Sinne Glucks werden in Neumeyers Lesart Orphées wechselnde innere Seelenzustände sichtbar. Wir alle haben Verlusterfahrungen gemacht, erläutert John Neumeier, auch wenn sie nicht die Dimension des Wahnsinns erreichen, wie sie in Orphée gezeigt werden. Die Liebe ist Orphées Stärke, stellt sich letztlich aber auch als seine tödliche Schwäche heraus. Als alles verloren scheint, greift eine göttliche Macht rettend ein. Doch am Ende steht nicht die wundersame Rückkehr ins Leben, sondern die Akzeptanz des Unausweichlichen. Der geliebte Mensch lebt weiter, aber nicht körperlich. Ewiges Leben erlangt er im Werk des Künstlers.